Bottle Recycling. Gut, laufen wir einfach mal weiter in die Richtung. Das sind jetzt aber nicht diese komischen Steine mit dem Gesicht drauf. Nein, sind es nicht. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Wir können uns ja dann wieder zurück in die Stadt teleportieren, wenn wir merken, dass das hier eine Sackgasse ist. So. Die Kamera zoomt auch so ein bisschen raus gerade hin und wieder. Ah, schon kurz nach 7 Uhr morgens. Ich sollte vielleicht irgendwann... Oh, ach, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite der Insel. Aha, ich habe mich schon gewundert, wie man hier hinkommt. Weil hier ist ja der Weg abgeblockt. Blockiert. Hier, da. Hier zum Beispiel das Schild. Ah, und ich dachte, ich kann hier einfach durchgehen. Unpassierbarer Bereich. Geh zurück. Ja. Da sind wir also. Lionshaws, Catface Town. Gehen wir mal zu Meow Village zurück. Ja, 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 ja. Gut. So. Was ist da oben eigentlich? Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Da geht's auf den Berg rauf. Ich bin ja teilweise echt so unaufmerksam hier. Das grenzt schon an Fahrlässigkeit. Ach, ja, gut. Da hinten ist der Werkzeug-Heini, von dem wir die Kette haben. Irgendwie müssen wir an das Buch rankommen, was... wie er sagte, ja in dem Haus versteckt ist. Also quasi das Lügenbuch da. So. Einmal da reinlatschen, bitte Mädel. Flup. So. Quatschen wir nochmal mit dem. So, mal sehen. Bitte erzähl mir, was dir... Was ist hinter dir? Hinter mir? Ah, the future. Bla, bla, bla. Das wollte ich nicht wissen. Doch was anderes. Ich brauche Hilfe. Wobei brauchst du Hilfe? Ich brauche Benzin. So. Hast du einige Tipps? Lese das Buch, wie ich lügen lerne. Was mich daran erinnert, dass hier irgendwas... Which reminds me, it is still around this manor's nearby facilities somewhere. Ach so, es ist nicht... Oh, ich muss nach Guinea Peak, genau. Tja, du hast kein Problem. Keiner leiht dir dein Boot. Ach so, ja. Ich habe schon gar nicht verstanden, warum sie dahin wollte. Aber es liegt daran, ich hatte da noch nicht mit dem Turm das rausgefunden. Also, es soll irgendwo hier in der Gegend sein, das Buch, sagte er. Tja, nur wo? Hm. Die können wir ja nicht fragen, wo das Buch ist, oder? Hallo, Assistant Mildred, worum geht's? Talk about making a test. What does it run on? Gucken wir mal. Test. Ja. Test again. Na gut, können wir noch nicht machen. Ich brauche dieses Buch. Aber ich weiß nicht, wo wir das Buch kriegen. Er sagte, das würde hier irgendwo rumliegen in der Gegend. Keine Ahnung. La 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 la. Ah, fragen wir den Kopf doch einfach mal. Vielleicht weiß die ja eine Antwort. Was? Mal sehen. So, das hatten wir schon. For them to teach me their ways. Exactly. Du scheinst sehr ruhig darüber zu sein. Na, es ist nur eine magische Erfahrung, die du einmal in deinem Leben machst. Es wird es wert sein. Ich hoffe. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Hm, die sagt mir auch nichts Neues. Hier können wir aber nicht rein, nee.
Catface Town, Meow Village, Lion Shores. Ja, das weiß ich ja schon. Aber wo soll denn bitte dieses komische Buch sein? Dieses Lügenbuch da? Ach nee, da kommen wir wieder nur hier hin. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ah, so entspannt, mal ohne Musik hier. Ja, das ist gemein irgendwie, aber naja, also... Ich glaube, ich sollte demnächst mal eine Aufnahmepause machen, weil ich jetzt schon über 2 Stunden aufnehme. Und hier soll ja Quicksave angeblich sein. Gut. Moment, da ist noch so ein... Ist das noch so ein Krug? Nee, den können wir ja nicht... Die twerkt da immer noch, oder? What? The T-Hawk's Lady is watching me. Die guckt auch. Die beobachtet mich. Also hat sie sich entschieden, eine Show zu machen. Weil es lustig ist, wie sie so schockiert drauf ist. What? Ich warte nur auf die Parfüm-Lady, die zurückkommt, weil ich ein wenig Parfüm haben will. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Mein Kind ist in der Schule momentan. Also bin ich frei wie ein Papagei. Aber heute ist keine Schule. Ach, was auch immer. Das Kind ist irgendwie... Dem Kind geht's bestimmt gut. Und ich muss ihn nicht ständig beobachten und ihm Aufmerksamkeit schenken. Wenn du ein Schwert brauchst, dann... Was? I'm your best bet, muhaha. Was? Ich hänge wahrscheinlich später noch in dem salzigen Seeschwein mit meiner Crew rum. Ich bringe mein Kind mit. Es liebt singen und tanzen. Auf dem Tisch. Egal was. Wie auch immer. Was? Twerken macht nur so Spaß. Guck dir einfach an, wie die Tea-Lady ihr Kopf schüttelt. Buhahahaha. Was? Ich nehme wahrscheinlich ein Pfirsichparfüm dieses Mal. Sie sind so frisch und nett. Ich verliere nie einen Schwertkampf. Was? Was ich zum Tod sage, fragst du? Nicht heute. Joho, joho, ein Piratenleben für mich. Ist das die Schwertmeisterin aus Monkey Island oder was? Was? Ich habe gehört, dass man eine Totenmannskiste auf dieser Insel findet. Und ich bin dabei, weil ich rufe es laut Beute. Was? Ich glaube, ich esse später ein paar Tintenfischbälle. What? Attack Oyeki or something? Aha. Gut. Warum ist der Rum nur ständig alle? Du a diddy diddy dum, diddy du. Okay, gut. Jetzt wiederholt es sich. Jetzt redet sie immer das Gleiche. Das Einzige, was wir von ihr erfahren haben, ist, dass es auf dieser Insel einen Schatz gibt. Und die Lady da ärgert sie. Hast du die gesehen, wie sie ihren Hintern wackelt? Das ist so brutal. Das kann ich auch machen. Mia, bitte, nicht jetzt. Ich gebe ihr das böse Auge, bis sie aufhört. Also ich gucke sie böse an, bis sie aufhört. Warum hört sie nicht auf? Ich wünschte, Bob würde nicht zu dem so oft in die Spielhalle gehen. Ich habe ihm gesagt, er wird noch viereckige Augen kriegen, wenn er ständig in diese Bildschirme guckt die ganze Zeit. Aber er glaubt mir einfach nicht. Mhm, viereckige Augen. So. Ja, Bob ist seit kurzem mit der B3 Corporation so besessen davon. Vielleicht hat er endlich einen Job. Vielleicht kriegt er endlich dort einen Job. Oh, tut mir leid, ich rede zu viel über meinen Sohn, oder? Möchtest du ein wenig Tee haben? Wir haben eine Auswahl der feinsten Teesorten in der Provinz hier. Ich meine, die Insel, also die Inseln. Was? Dambi Zao ist, was? Die macht schon wieder diesen Nuttentanz vor dem Parfümstand. Und sie ist selbst eine Mutter. Also was für ein respektloses Verhalten.
Vielleicht kannst du zu der Arcade rübergehen und meinem Sohn bei seinen Hausaufgaben helfen. Ich liebe Tee. So eine komplexe Reise durch Geschmack und Zeit. Alter, was quatscht die denn? Wir haben auch Eistee. Der ist total populär bei den jungen Leuten, so wie du. Huhuhu. Boah. Ich werde starren, bis sie aufhört oder weggeht. Okay, gut. Jetzt sagt sie nicht mehr, aber sie hat gesagt, dass wir in die Spielhalle sollen, wo ihr Sohn rumhängt. Der verkauft nix. Dann gehen wir doch mal in die Spielhalle und quatschen mal mit ihrem Sohn. Mal sehen. Hallo, Bob. Oh, hallo, Mia. Du bist so ein Idiot. Bla, bla, bla. Also, lernst du irgendwas Neues? Ja, die haben so viel Influence. Like what? Like everything. Erzähl mir mehr. Bla, bla, bla. Well, ja, exactly. Bla 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 b